Bergner hat für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer die Broschüre der Ausgabe des 18. Berichtes der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik durchblättert, findet sehr viel schöne, ansprechende und sympathieweckende Fotos. Diese angenehmen Bilder dürfen uns allerdings nicht, und das zeigt ja die bisherige Debatte, darüber hinwegtäuschen, dass sich die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik im Moment in einer Welt bewähren muss, die aus den Fugen geraten ist. Und unsere Aufgabe auch als Parlamentarier besteht nun ganz wesentlich darin, die Arbeit der Mittlerorganisation, die Arbeit unserer Auslandsvertretung mit Kulturpartnern und anderen in den Kontext der bestehenden Konflikte zu rücken und die Lösungsansätze, die dabei gefunden werden, zu unterstützen. Und das ist eine Aufgabe, die aus meiner Sicht sehr viel anspruchsvoller ist, als es auf den ersten Blick scheint. Gelegentlich ist die politische Analyse nämlich leichter als die Analyse der kulturellen und geistigen Hintergründe von Konfliktsituationen. Ich will deshalb an zwei aktuellen Stichworten versuchen zu demonstrieren, was ich damit meine. Die Stichworte sind Ukraine-Krise und Flüchtlingsfrage. Stichworte, die ja nun von den Kolleginnen und Kollegen schon angesprochen wurden. Wenn ich Ukraine-Krise meine ich natürlich sehr viel mehr. Der 18. Bericht betont zu Recht, Frau Tank, dass der Schwerpunkt der östlichen Partnerschaft in der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, denn es geht um den Wunsch der osteuropäischen und südkaukasischen Länder, besser Gesellschaften, sich an europäischen Leitbildern zu orientieren. Ein Wunsch, der in einen Kontrast und in einen Gegensatz zu politischen Leitbildern Russlands geraten ist. Und es ist an dieser Stelle schon wichtig, sich auch klarzumachen, dass hinter den politischen Leitbildern Russlands auch geistig-kulturelle Vorstellungen sind. Ich erinnere an Schriften von Alexander Dugin, der die eurasische Idee pflegt und dies mit einem entsprechenden Sendungsbewusstsein vertritt, dass die Wirkung bis zu Marie Le Pen nach Frankreich reicht. Und diese Dimension müssen wir im Blick haben, wenn wir östliche Partnerschaft entsprechend fördern wollen und mit den Mitteln der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik unterstützen. Und insofern ist es richtig, dass die Kulturzusammenarbeit ausgenommen ist, ausdrücklich ausgenommen aus den Sanktionsmaßnahmen der EU. Denn mit der gemeinsamen Pflege von Strawinsky, Puschkin bis hin zu deutschen Autoren und deutscher Literatur schaffen wir gewissermaßen ein Gegengewicht zu trennenden Ideologien und trennenden Ansätzen und sorgen dafür, dass dieses Gegengewicht auch entsprechend Raum behält. Und es ist richtig, dass wir den Sondertitel, der ja schon erwähnt worden ist, zur Pflege zivilgesellschaftlicher Kontakte im Raum der östlichen Partnerschaft haben. Auch das ist ein ganz wertvolles Instrument. Wir haben uns ja bei der Berichterstattung im Unterausschuss davon berichten lassen. Ich will aber auch darauf hinweisen, dass uns dieses Aufgabenfeld noch Disparitäten deutlich macht, die hier an dieser Stelle durchaus problematisch sind. Es gibt nach wie vor, 25 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, Disparitäten in der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik zwischen Ost und West. Ich will nur beispielhaft, ich könnte mehrere Zahlen nennen, die Zahl der Goethe-Institute nennen. Während Frankreich und Italien je 7 Goethe-Institute hat, hat Polen 2, die Tschechische Republik nur 1 Goethe-Institut. Wenn wir die Zahl der Entsendungslehrer miteinander vergleichen, kommen wir zu einer ähnlichen Betrachtung. Das heißt, wenn wir uns dem Thema stellen,
das ich für außerordentlich wichtig halte und das der 18. Bericht auch ausdrücklich hervorhebt, östliche Partnerschaft in der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, dann müssen uns jedenfalls die bestehenden Disparitäten auch in entsprechender Weise beunruhigen. Ich komme zum zweiten Punkt der Flüchtlings- bzw. der Migrationskrise. Hier ist viel schon angesprochen worden. Ich finde es richtig, wenn es sich bestätigen sollte, dass von den Zusatzmitteln, die für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt wird, ein bestimmter Sektor für die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik reserviert wird. Ich halte dies für einen außerordentlich wichtigen Beitrag, dass wir nicht allein in den unmittelbaren, harten humanitären Maßnahmen ansetzen, sondern dass wir durchaus auch Maßnahmen der allgemeinen Kultur- und Bildungspolitik mit im Blick haben. Und die Flüchtlingslager sind angesprochen worden. Wir dürfen keine verlorene Generation zulassen. Dies alles ist richtig und sollte auch von uns unterstützt werden. Ich will aber in diesem Kontext noch auf einen anderen Punkt hinweisen, der mir Sorge macht und wo ich auch ein Bewährungsfeld der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik sehe. Wir wollen, dass die Flüchtlingsaufnahme europäisch gelöst wird. Das heißt, wir wollen gemeinsame Verfahren und ein faires Verteilen der Aufgenommenen. Wir kennen die Probleme, auf die wir dabei gestoßen sind und die im Moment durch Mehrheitsentscheidungen im JI-Rat vorübergehend gelöst scheinen. Die Weigerung aufzunehmen, die wir im Moment mit einer gewissen Berechtigung als einen Mangel an Solidarität interpretieren. Aber ich glaube, sich allein darauf zu berufen, greift zu kurz. Als auswärtige Kultur- und Bildungspolitiker sollten wir uns herausgefordert fühlen, wenn der slowakische Innenminister sagt, die Slowakei will keine Muslime rausnehmen. Und wenn der ungarische Ministerpräsident sein Land in die historische Tradition stellt, Bollwerk des christlichen Abendlandes zu sein. Dies sind Sichtweisen, die eine gewisse nationale Prägung zum Ausdruck bringen. Und wenn wir auswärtige Kultur- und Bildungspolitik ernst nehmen, dann müssen wir da auch eine Herausforderung für Dialog und für die Frage sehen, wie kommen wir bei so unterschiedlichen nationalen Prägungen zu einem gewissermaßen europäischen Gemeinwohlbegriff. Ich glaube, der dogmatische Verweis auf die Grundwertecharta der Europäischen Union allein löst dieses Problem nicht. Und deshalb wünsche ich mir und der Gedanke der Schaffung kultureller gemeinsamer Identitäten im vereinten Europa und unter den Mitgliedstaaten hat ja im Review-Prozess des Auswärtigen Amtes schon eine Rolle gespielt. Deshalb wünsche ich mir durchaus, dass wir auch hier in dieser Frage Dialogforen und Dialogmöglichkeiten organisieren, die das Ganze nicht allein in die Frage von Mehrheit oder Minderheit, sondern in die Frage einer kulturellen Verständigung stellt. Herzlichen Dank. Für die SPD-Fraktion hat der